Am östlichen Rand der Hohen Tatra liegt die Zips. Die Zips ist eine Landschaft in der nordöstlichen Slowakei und ein kleiner Teil liegt im Süden der polnischen Wojewodschaft Kleinpolen. Die meisten Zipser Städte haben ihren Ursprung in deutschen Siedlungen, die ursprünglich hauptsächlich slawische Bevölkerung in diesem Gebiet war beim Mongoleneinfall 1242 ausgerottet bzw. vertrieben worden. Von den ungarischen Königen, die damals hier regierten, wurden deshalb deutsche Spezialisten und Bergleute aus Schlesien, Thüringen und möglicherweise auch Sachsen ins Land geholt. Diese sogenannten Zipser Sachsen bildeten bis ins 19. und teilweise noch 20. Jahrhundert das wirtschaftliche und kulturelle Rückgrat der Zips. Sachsen bedeutet hier wie bei den Siebenbürger Sachsen eine im ungarischen Feudalsystem mit autonomer Selbstverwaltung privilegierte deutschsprachige Minderheit. Hier steht die Zipser Burg. Sie ist eine der größten Burganlagen in Mitteleuropa. Nach dem Guinness-Buch der Rekorde ist nur die Prager Burg mit 800 x 180 Metern noch größer. Der Burgberg war seit der Jungsteinzeit besiedelt. Im 12. Jahrhundert wurde eine Burg an der heutigen Stelle errichtet, an der sich vorher eine befestigte slawische Siedlung befunden hatte. Nachdem die Burg dem Mongoleneinfall standgehalten hatte, wurde sie um die Mitte des 14. Jahrhunderts beträchtlich erweitert. Später wechselten dann mehrfach die Besitzer und sie wurde auch mehrfach umgebaut. Nach 1710 brannte sie ab und nach einem weiteren Schadensfeuer um 1780 wurde sie von der letzten dort stationierten Militäreinheit verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage von der Tschechoslowakei in staatlichen Besitz genommen, teilweise rekonstruiert, instand gesetzt und 1961 zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Seit 1993 zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Burg diente auch als Kulisse in verschiedenen Filmen, unter anderem Dragonheart und Die letzte Legion. Wir waren 2006 schon mal hier, als wir in Leutschau zum Skifahren waren. Damals war die Burg aber nicht zu besichtigen. Mitten im Winter war damals auch die Straße nach oben sehr vereist. Wir stellten das Auto unten ab und liefen, oder besser gesagt, wir kämpften uns hoch. Oben war dann aber natürlich das Tor zu und dahinter wurden wir von aggressiv bellenden Hunden empfangen. Seitdem hatte ich schon lange mal auf dem Plan, diese Burg zu besuchen. Und jetzt hat es endlich mal geklappt. Hier haben wir damals geparkt, den offiziellen Parkplatz gab es noch nicht. Die stehen noch seit dem 12. Jahrhundert hier rum wahrscheinlich. Das war so, ich glaube um 2005 rum. Wir sind damals auch die Straße hochgelaufen. Die war wie gesagt eine einzige Eisfläche und den steilen Weg, den konntest du gar nicht gehen, weil auf der Wiese hier überall Meter hoch durch Schnee war.
auch hier wieder der Hinweis zum Jakobsweg. Begrüßen Sie auf der Zipser Burg. Sie ist ein Ort, an dem sich die Geschichte mit der Gegenwart trifft, wo jeder Stein seine Geschichte hat. Vielleicht war es ein Blitz, vielleicht Unaufmerksamkeit der Soldaten beim Schnapsbrennen. Wir werden es nie erfahren. In der Schicksalsnacht im Jahre 1780 brach auf der Burg ein riesiges Feuer aus. Ja, hier wird es nur wieder ausgenommen. Das Bier noch 2,50 Euro. Selbst hier auf der Burg.